Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, Fixieren von Spalten und Zeilen. Mit der Maßstabfunktion können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern. Zu finden unter Ansicht Maßstab, zum Beispiel nur 75% oder auch 150%. Ebenso geht das hier unten rechts in der Statuszeile. 130, 120, 110, 100% wieder. Fixieren von Spalten und Zeilen. Es können mehrere Zeilen am Kopf des Tabellenblattes und oder mehrere Spalten am linken Rand fixiert werden. Beim Scrollen innerhalb des Tabellenblattes bleiben die fixierten Zeilen und Spalten dauerhaft sichtbar. Der Fixierpunkt kann für eine oder mehrere Spalten, eine oder mehrere Zeilen oder für Spalten und Zeilen gleichzeitig gesetzt werden. Fixieren von Spalten oder Zeilen. Um nur Spalten oder nur Zeilen zu fixieren, führen Sie folgende Schritte aus. Markieren Sie mit der Maus den Spaltenkopf rechts vom gewünschten Fixierpunkt, zum Beispiel so, oder den Zeilenkopf unterhalb des gewünschten Fixierpunktes, zum Beispiel so. Wählen Sie den Menüpunkt Fenster fixieren. Fenster fixieren. Eine dunkle Linie zeigt die Fixierung an. Fixierung entfernen. Um eine vorhandene Fixierung aufzuheben, wählen Sie den Menüpunkt Fenster fixieren. Das Häkchen vorfixieren verschwindet. Das Ganze nochmal mit der Spalte. Spaltenkopf rechts vom gewünschten Fixierpunkt markieren und Menüpunkt Fenster fixieren wählen. Und Fixierung wieder aufheben. Spalte und Zeile gleichzeitig fixieren. Um gleichzeitig Spalten und Zeilen zu fixieren, gehen Sie wie folgt vor. Markieren Sie die Zelle, die sich unmittelbar rechts unterhalb des gewünschten Fixierpunktes befindet. Wählen Sie den Menüpunkt Fenster fixieren, zum Beispiel hier, Zelle C3 und dann Fenster fixieren. Zwei dunkle Linien, eine horizontale oberhalb und eine vertikale links neben der markierten Zelle, zeigen die Fixierung an. Wenn Sie jetzt scrollen, bleibt alles oberhalb und alles links von den beiden Linien immer sichtbar. Also scrollen, aber Zeile 1 und Zeile 2 werden immer angezeigt. Oder zum Beispiel so zur Seite scrollen. Spalte A und Spalte B bleiben immer sichtbar. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.